Ja, und damit Halli, Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Conan. Ja, da mussten wir kurz noch flüchten hier. Vor diesem blöden Viech, das mich da angegriffen hat. Ja, und wir befinden uns hier. Auch wieder hier ist wieder ein Lager, da unten ist ein Lager. Und wir werden direkt angegriffen von so einem möchtigern Hiopai hier. Aber ich kann mich gerade noch nicht wirklich wehren. Ich habe noch kein Schwert, also Füße in die Hand und loslaufen. Ich glaube, das ist sogar ein Tänzer oder so. Ein Koch. Oh, was sind die so aggressiv? Junge, 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 da muss ich gleich mal los, Alter. Ah, nein, wir befinden uns hier in dem Bereich, wo es die Spinnen gab. Ich glaube, hier war das mit den Spinnen. Da oben. In dem Bereich, Freunde. Danke, Alexa! Alexa, stopp! Ja, ich habe meine Alexa, immer so, so eine kleine Erinnerung für mich gemacht, dass ich die nicht vergessen soll, die Blumen zu gießen. Ja, daran hat sie mich jetzt, eben mal erinnert. Ja, mitten in der Aufnahme. Immer zum günstigsten Zeitpunkt. So, Moment mal. Ganz kurz mal gucken. Was mache ich denn? Was brauche ich denn für ein Schwert? Moment, ich habe gesagt, Bettrolle stelle ich mir erstmal her. Für das Messer bräuchten wir 20 Steine. Schwert. Haben wir auch mal Steine, aber ist ja kein. Wir haben hier eine Spitzhacke. Wird doch langsam dunkel. Ah, dann können wir uns vielleicht das schon mal herstellen. Ja, das sieht auch geil aus, wenn es dunkel wird. Guck mal, wenn das so leuchtet, dann. Das hat schon was. Schon. Im Laufe der Folgen, ihr werdet schon sehen, wir werden einiges zu tun haben am Anfang. Also, es ist nicht ganz ohne. Ja, und wir werden auch des Öfteren wahrscheinlich einfach einmal drauf gehen. Denn es ist nicht so einfach zu überleben. Ein Steinhackmesser. Kriege ich dann mehr Steine raus? Ich stelle mir das einfach mal her. Reparaturhammer können wir auch mal herstellen. Eine Fackel so und eine Fackel so erstmal herstellen. Einfach erstmal herstellen. Eine harte, die man... Nicht zu vergessen, einige Fackeln, die Fackel hier ist zum Festhalten und die Fackel hier, die sind um gewisse Dinge, für nachher, um Fackeln zu bauen, also so Wandfackeln oder so Stehfackeln. Da muss man manchmal ein bisschen unterscheiden, aufpassen. Beispiel jetzt, wenn ich hier die Fackel in die Hand nehme, auch gleich wieder einen kleinen Reisefortschritt. Der Vorteil ist, man kann etwas in der Hand halten und man kann trotzdem sammeln. Das ist ja recht gut. Und ich weiß nicht, ob ich sogar nicht hier vielleicht mein Lager aufschlagen soll. Ich schau mich hier mal ein bisschen um. Da hinten ist so ein, hier müsste man natürlich erst wegmachen. In der Nähe so. Ich werde mir das Ganze bei Tag auf jeden Fall angucken. Trockenes Holz.
Ist auch sehr gut. Benötigen wir später. Mitnehmen. Aber so langsam wird mein Inventar ziemlich voll. Schon sehr beeindruckend, die Nacht, ne? Auch da hinten ein Lager. Also jetzt einige Lager. Da hinten hat es ein Lager, hier hat es ein Lager, unten hat es so ein kleineres Lager. Jetzt auch wieder ein kleines Kitz. Nein, wir werden das nicht töten, Freunde. Ich lasse es am Leben. Aber ich glaube, dass es mir hier eigentlich ganz gut gefällt. Dass ich es gar nicht mal so schlecht fände, wenn wir uns hier einfach ja, ein kleines Lager aufbauen, so, ne? Hier nämlich auch direkt so einen Wasserzugang, also nach unten. Ich glaube, da hinten in der Ecke, wenn man da lang geht, da hat es auch irgendwo Metall. Und Spinnen hat sie auch in der Nähe. Auf jeden Fall aufpassen. Also hier würde ich jetzt mein Häuschen erstmal hinstellen. Dann könnten wir es natürlich auch in diese Richtung hier weiter ausbreiten. Mal einfach, damit wir erstmal was haben, dass wenn wirklich der Sandsturm kommt, dass wir halt einfach auch geschützt sind. In der Zeit, wo sie da kurz ein Schlückchen trinken. Dann werden wir uns auch gleich um dieses Tier da hinten kümmern. War das noch? Ja. Ich mag das nicht, wenn dann ne, das Gras da unten. Machen wir das schon mal. Dann machen wir uns da erstmal unsere Bettrolle drauf. Und brauchen noch Steine für ein. Oh ja, Moment. Einfach damit wir was ne, haben für Notfall. Weil sollten wir jetzt mehr unterwegs sein, aufgehen, dann ja, haben wir halt einfach ein Problem, wenn wir dann kein Bett haben. Dann müssen wir wieder von da nach dort laufen. Und ihr kennt meine Orientierung, dass ich dann den Weg oftmals nicht mehr finde. Ja, und dann stehen wir da, ne? Und sind eigentlich im Arsch. So, Kisten erstmal zwei herstellen. Das ist perfekt. Hier können wir auch noch eine davon herstellen. Das da drauf. Der Vorteil ist, man kann diese Dinger immer aufheben. Was ich sehr, sehr gut finde. Mit den Steinen sieht es natürlich anders aus. Die kann man entweder nur abbrechen oder halt zerstören. Ja, das wollen wir ja aber nicht. Aber das finde ich halt einfach gut in Konen, dass man die Dinge einfach aufheben kann, Werkbänke und sowas, und dann halt woanders dahinstellen kann. Deshalb ist es jetzt gerade erstmal scheißegal, wo wir die Sachen hinstellen. Hauptsache, wir haben erstmal etwas Lagermöglichkeiten. Bevor wir dann komplett voll sind und nichts mehr tragen können, ist das doch erstmal besser so. Da rein das trockene Holz können wir mal hier reinpacken. Die Stöcke können wir auch mal da reinpacken. Das Metall packen wir auch mal eben da rein. Das behalten wir mal. Die können wir hier auch erstmal reinpacken.
können wir auch mal reinpacken. Das behalten wir mal drinne. Fackel packen wir eben auch mal hier rein. Mal lassen wir erstmal hier. Packen wir eben mal hier natürlich Holz rein und dann können wir hier erstmal das eine kleine Fleisch noch brutzeln. Das eine Fleisch brutzeln. Und das Feuer geht übrigens auch immer aus, wenn das Essen dann fertig ist. Das finde ich auch immer sehr gut. Darauf jetzt nicht achten. So, und jetzt werden wir Folgendes tun. Wir werden den hier mal töten. Er wird uns nämlich gleich angreifen. Hopp, ausweichen. Aua, das hat wehgetan. So, jetzt werden wir den hier mit diesem Messer hier bearbeiten. Auch wieder einen Reisefortschritt erhalten. Und wir haben Fleisch. Gleich mal. Wir sollten den mal was drehen. Mal ganz kurz. Flasche kurz auf. Ne? Auch wieder diese Büsche mit Beeren. Das ist gut. Wir haben hier echt einiges. Also das ist, glaube ich, kein schlechter Ort. So. Rein damit und so. Packen wir mal. Doch hier. Dede. So. Fleisch kann brutzeln. Bin hier erstmal ein bisschen. Da bekommt man aus den Dingern mehr Äste raus. Und hier eher trockenes Holz. Ende. Werden das trockene Holz später auch benötigen. Alles braucht man einfach. Weiß nicht, und später kann ich hier vielleicht um diesen Baum rum so eine Art kleines Baumhäuschen bauen. Schauen, Leute, mal schauen. Wir werden uns hier so richtig austoben. Jeden Fall. Einsammeln. So, das Fleisch ist fertig. So, das packen wir da rein. Das da rein. Da rein. Das da rein. Immer schön so ein bisschen, ne? Ordnung halten muss sein. Ordnung muss sein, Freunde. Denn wenn irgendwas durcheinander ist, dann findet man nachher gar nichts mehr. Und das wird uns später wahrscheinlich noch viel öfter passieren, dass alles durcheinander ist. So. Man braucht einfach zum Bauen sehr viel Stein. Klopfen wir jetzt hier einfach mal den Stein so gut weg, wie es geht. Natürlich auch Holz. Haben wir ja davon. Weil ihr immer wisst, dass ich eher immer so ein bisschen weiter weg auch gerne gehe. Also nicht zu nah irgendwo im Holz oder sowas hacke, weil. Ich finde das einfach immer so. Ich mag so ab und zu mal so ein paar Bäumchen irgendwo in der Nähe bei mir im Haus. Hast das, wenn das alles so richtig kahl ist? Steinhackmesser hier.
haben jetzt, Moment, jetzt 361. War kein Stein. Ein Hackmesser. Ach, okay. Nein, ich, ja, nicht für die Steine, sondern für Tiere und dann bekomme ich, glaube ich, mehr Fleisch raus oder so. Okay. Vergesst das einfach, was ich gerade gemacht habe, was ich gesagt habe. Lasst es besser. Es geht. Peinlich. Wir lassen das jetzt einfach mal so stehen, ja, und sprechen über diesen Fail gerade nicht weiter, ja. Denn sonst wird es peinlich. Tiere sind einfach noch zu schnell. Mein Schwert ist noch zu schwach. Die bringt nichts, wenn ich da was mache. So, ich bin überlastet. Ich kann jetzt nicht blink mehr tragen, sonst werde ich zu langsam. Weil es ja kein Problem ist, nicht. Wir laufen einfach jetzt. Moment. Ich bin mal 10 Stück her. Schon weg. Da wieder. Ist, ich mal gucken. Eins, zwei, drei, vier. Von der Größe her möchte ich so auf 5 machen. Pause schaffen. Der Fortschritt kommt. Schaffen und ein kleines, schönes, feines Zuhause. Können wir auch mal eben hier reinmachen, einfach mehr Platz. Immer noch die 6 her. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass in der nächsten Zeit wirklich der Sandsturm kommt. Ich noch kein Dach über dem Kopf habe. Da ich noch kein Dach über dem Kopf habe, wird uns der Sandsturm definitiv etwas wehtun. Ich wage mich jetzt auch hier hinten in die Ecke. Mit dem Blick aber immer, dass hier, glaube ich, Spinnen sind, wenn mich nicht alles täuscht. Man sollte auf jeden Fall vorbereitet sein. Also wenn ich es zischen höre, nehme ich die Beine in die Hand, Leute. Und lauf schneller, wie ihr gucken könnt. Ich lausche gerade ein bisschen. Ich weiß, dass wir überlastet sind. Wir laufen ja schon wieder zurück. Ein
kleines Hin und Her. Hin und her, hin und her, hin und her, hin und her, hin und her. Eins, zwei, drei. Wir werden aber auch kein gerades Haus bauen, sage ich euch gleich. Also ich werde das so ein bisschen... Ihr werdet gleich sehen. Das sind jetzt da... Das hat die Gräser ein bisschen durch das... Ich brauche noch eins, bitte. So, hier wird nachher der Eingang sein. Und hier werden wir Außenbereich dann haben. Noch rüber. War leider diese Palme hier. Da muss diese Palme hier weichen. Kann ich noch? Habe ich noch? Mache ich noch? Eins kann ich noch herstellen. Ist halt echt Wahnsinn, was man an Steinen braucht, Leute. Das ist... Also man braucht echt viel Stein. Hm. Aber wir haben hier ja echt genug, also. Also an Stein sollte es uns definitiv nicht mangeln. Ich weiß nur nicht, wie es von den Einstellungen her ist, schnell die wieder nachspawnen sozusagen. Die halt in der Nähe ein bisschen uns aufhalten können. Aber ich glaube nicht, dass das allzu lange dauern wird. Eine Spinne gehört. Ich glaube, ich habe wirklich gerade zum ersten Mal eine Spinne gehört, Leute. Ich lege aber dafür nicht meine Hand ins Feuer. Aber ich gehe auch nicht da hoch. Gefährlich. Gerne einsammeln. Wenn es mich gerade in den Füßen juckt, doch da mal nachzugucken, aber kann ich. Doch nicht. Nicht, wenn wir jetzt gleich überlastet sind. Und dann vielleicht nicht rennen können oder klettern können. Ich weiß nicht mehr so genau, wie dolle die Spinnen zuhauen können, aber ich glaube, dass die doch einiges an Kraft besitzen. Und auf Schaden habe ich echt gerade keine Lust. So, wir sind überlastet. Erstmal langsam laufen müssen. Kann ich kurz die Zeit nutzen und ein Schlückchen. Ne, wisst, trinken ist wichtig. Ja, nicht nur, wenn man aufnimmt, sondern auch so allgemein. Und da das Wetter ja momentan eh wieder richtig, richtig toll ist, also
Bei uns ist es heute zum Beispiel bis zu 24 Grad. Das ist Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn. Ja, also. Und es ist ja auch bald April. Ja, der März hat uns schon gezeigt. März, er macht, was er will. Der April, erst recht. Ja. Nachts ist es echt richtig kalt. Ja. Das ist auch so eine Sache. Das macht manchmal so ein bisschen... Also, ich muss schon sagen, dass mich das Wetter manchmal wirklich ein bisschen verrückt macht. Muss ich euch ganz ehrlich sagen, dieses warm, kalt, dann wieder, das ist so, dieses hin und her und hin und her, das ist teilweise echt anstrengend. Ich merke das ja oft, wenn ich dann mit Mokli unterwegs bin, ne? Und dann abends noch mal eine Runde spazieren gehe, dann wird es schon frisch. Und bevor ich ja schlafen gehe, gehe ich ja auch noch mal eine kleine Runde mit ihm. Also das ist meistens so 10, 11, manchmal auch um 12, je nachdem. Und es ist teilweise wirklich richtig kalt. Also mit richtig kalt meine ich richtig kalt. Also richtig, richtig kalt. Das ist einfach schon krass. Zum Tag über, wo du mit kurzärmlichem Shirt dann rumrennst. Und dann da frierst du dir, wenn du mit kurzärmlich losläufst, boah, nee. Hier lassen wir offen. Hier will ich eigentlich... Eigentlich würde ich hier gerne auch noch so ein Dings nach unten. Das heißt, wir machen hier zu. Das hier müssen wir abreißen, leider. Das ist her drum. Das ist verkehrt herum. Das ist auch wieder verkehrt herum. Alter. Was ist hier schon wieder los? Ich glaube, der setzt hier an der falschen Wand. Jetzt stimmt es. So, kann ich jetzt noch zwei Stück haben? Werden wir erstmal hier das Lagerfeuer kurz nehmen. Bettrolle nehmen. Legen wir erstmal hier die Bettrolle hin. Hier in die Ecke das Lagerfeuer noch hin. Das Schwert wieder hier reinpacken. Das sollten wir nämlich... Gar keine Plastik. Hier können wir auch mal nehmen. Alles raus. Holzkiste eben hier rüber. So. Perfekt, Freunde. Ja, da ist auch wieder unser kleiner Freund, um den wir uns gleich kümmern werden.
Aber all das seht ihr in der nächsten Folge von Conan. Bis dahin, haut rein, macht's gut und tschüsschen.